Mitten in der wunderschönen Marktgemeinde Matze mit rund 3500 Einwohnern steht direkt am See das Kuschelhotel Seewirt Matze. Vor rund 10 Jahren hat Helmut Blütel den Betrieb von seinen Eltern übernommen. Das Hotel selber in unserer Familie gibt es seit 1912. Das ist dann von Generation zu Generation weitergegeben worden. Und, und jede Generation hat so ihren Teil dazu beigetragen, dass es so ist, wie es jetzt ist. Und jetzt ist es ein hochmodernes Hotel mit außergewöhnlichem Designkonzept. So schön der erstklassige Platz direkt am See auch sein mag, so knifflig gestaltete sich auch manch ein Umbau. Eine der größten Herausforderungen ist der Platz am See mit dem Gatsch, was wir sozusagen unterbei haben. Also zum Bauen war das immer nicht so leicht. Es hat jede Generation sozusagen die eigenen Herausforderungen gehabt. Bei den Großeltern war es ja eigentlich nur, dass jedes Zimmer dann einmal ein eigenes Bad gekriegt hat. Bei den Eltern war es dann schon langsam Richtung Wellness in die Richtung rein. Und bei mir war es halt ein bisschen mehr, nur mehr Wellness und nur mehr ein bisschen ein Konzept einfach dazu geben. Wir haben uns eigentlich angeschaut, was passt gut zu Matze, was passt gut zum Ort. Und wir finden einfach, dass Matze so ein romantischer Ort ist. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Und dazu wollten wir Hotel einfach machen, was gut dazu passt. Es ist dann sozusagen ein Kuschelhotel geworden, dass man einfach auch vielleicht ein bisschen auffällt am Markt und ein bisschen moderner wirkt. Schon Helmut Blütels Vater interessierte sich vor vielen Jahren für energieeffiziente Maßnahmen. Neben einer Wärmepumpe installierte er die erste PV-Anlage am Hotel. Die erste PV-Anlage, die ist dann auch vergrößert worden mit einer zweiten und einer dritten. Wir haben an und für sich beim Personalhaus, das war ein relativ altes Haus, das haben wir generalsaniert. Da wo wir wirklich jetzt auch mit Wärmepumpen und Photovoltaikanlage auch das Haus sozusagen technisch eigentlich fast autark versorgen können. Und dann natürlich im Haus bei uns natürlich die Fenster sind ein wichtiges Thema gewesen, dass man einfach die Wärme drinnen hält und nicht ausflutschen lässt. Und dann sind es einfach viele kleine Dinge, ob es dann das Müll drinnen ist, ob es jetzt einfach weg vom Plastik ist. Also das ist eigentlich eine Fülle von Maßnahmen, was wir dann gesetzt haben. Vor dem Hotel befinden sich mehrere E-Ladestationen für die Hotelgäste. Auch Helmut Blütel selbst ist E-Autofahrer. Der größte Energiefresser im Hotel ist der Strom, der in der Küche verbraucht wird und für die Beleuchtung. Wir wollen auch bei der Zimmerreinigung, wenn die Gäste nicht jeden Tag eine Zimmerreinigung haben wollen, können sozusagen den Betrag spenden. Das geben wir dann für die Blütenwiese in Matze, wo sozusagen am Buchberg mit dem Naturpark Buchberg Blütenwiesen an und für sich gesetzt werden und dadurch auch wieder die Fauna, Flora und Fauna sozusagen gefördert wird, auch dass die Rehe wieder ein bisschen was zum Verstecken haben. Also es hat einen größeren Nutzen. Ja. Und es schaut schön aus auch noch dabei. Wir haben mal geschaut, da hat uns die Corona-Zeit ein bisschen geholfen, weil wir Zeit gehabt haben zum Schauen, mit mehr regionalen Lieferanten und mehr Bio sozusagen ins Hotel reinzuholen. Es gibt zum Beispiel auch keinen Orangensaft bei uns beim Buffet, das was manche nicht verstehen wollen, aber wir kriegen so viel Säfte einfach aus der Region her, wo wir gesagt haben, wir haben so eine Vielfalt, da braucht man eigentlich keinen Orangensaft. Genauso haben wir probiert, einfach weniger Wäsche zu erzeugen. Auf der einen Seite war das mit der Zimmerreinigung, im Restaurant ist halt das dann einfach mit der Tischwäsche, wo wir neue Tische besorgt haben und dadurch einfach die Servietten und Tischtücher gespart haben. Beleuchtungstechnisch wurde im Hotel in den letzten Jahren bereits alles auf LED umgestellt. Das war ein bisschen eine Herausforderung mit der ganzen Technik, aber das haben wir jetzt auch geschafft. Das war so ein schönes Projekt, sage ich jetzt einfach dazu. Aber es zahlt sich, vor allem bei der Beleuchtung zahlt es aus, weil wir haben ja doch relativ lang offen, es brennt viel Licht und da kommt schon einiges zusammen, was man sich da sparen kann. Trotz der vielen kleinen und großen Maßnahmen, die hier im Hotel bereits getätigt wurden, ist für Helmut Blütel noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Die bestehende PV-Anlage würde er gerne noch erweitern und auch der Umstieg von Gas auf Fernwärme wird bald ein Thema sein. Wir haben dann schon so viele Projekte eigentlich jetzt umgesetzt bei uns im Betrieb. Wir haben uns jetzt dann noch gleich für das Umweltzeichen beworben. Das haben wir gerade in der Umsetzung. Das sollte dann auch sozusagen bald einmal dann vor der Tür oben drauf kleben. Das Kuschelhotel Seewirt Matze, ein echter Worldchanger-Betrieb. Wenn auch Sie sich für eine Beratung rund um energieeffiziente Maßnahmen interessieren, klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.